In einer Überlieferung sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass wenn ein Diener, der in Jahannam gewesen ist, verbrannt, verkohlt wurde, sich in einer Moschee befindet, wo 100.000 Leute sind, dieser Diener nur einmal ausatmet von dem Feuer in Jahannam, was er gekostet hat, wenn er nur einmal ausatmet, verbrennt er die gesamte Moschee und die Leute, die darin sind. Ein einmaliges Ausatmen. Was hat dieser gespürt im Höllenfeuer, liebe Geschwister?